Das Staatstheater Wiesbaden ist wieder offen. Die Vorstellungen finden unter strengen Corona-Auflagen statt. Schutzmasken und sozialer Abstand sind Pflicht. Selbst ausverkaufte Vorstellungen machen somit kein volles Theater. Bespielt werden das große Haus mit maximal 200 Zuschauern, das kleine Haus mit höchstens 60 Zuschauern. Trotzdem ist der Intendant des Theaters froh, dass er nach 65 Tagen Auszeit den Kulturbetrieb wieder aufnehmen kann. Wir sind ein Staatstheater. Wir haben, glaube ich, den Auftrag, mit unserer Kunst auch zum Optimismus beizutragen. Also viele Leute sind verzweifelt, viele Leute sind vereinsamt, viele Leute machen sich schwere Sorgen. Und einfach diesen Menschen wieder ein Kunstangebot zu geben, einen Ort zu geben, wo sie sich persönlich auch auf Menschen treffen können, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Dafür werden wir bezahlt und dafür gibt es uns. Die Wiedereröffnung bietet gleich mehrere Premieren, unter anderem eine Samuel Beckett-Trilogie, die am 4. Juni Premiere hat, und Startbahn 2020, ein Ballettprogramm mit Choreografien der Tänzerinnen und Tänzer des Hessischen Staatsballetts, hat am 5. Juni Premiere.